Wie lange das wohl schon hier war. Mehr Priorit. Mal sehen, ob Doma daran Interesse hat. So, da schmeiße ich doch mal kurz ab Mikro an, weil hier gibt es doch einige Orte, die ich noch nicht entdeckt habe, wie zum Beispiel diese Tür oder hier dieser Ort, und da ist auch eine Tür, obwohl die irgendwie nicht irgendwo hinführt. Aber ja, gucken wir mal. Da ist irgendwie eine Tür jetzt. Ah, guck mal. Feind gesichtet. Aber zum Glück habe ich die Links angeschmissen, ne? Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, gewusst, dass er jetzt einer auf mich wartet oder so. Aber gut. Ich bin schon gewundert, weil da so eine Tür ist, ne? Nicht, dass da ein neues Gebiet gewesen wäre, ne? Der ist voll überfordert mit meinem Doppellichtschwert. Ich habe mich vertrotzt. Was zum? Okay, der war jetzt. Der war jetzt nicht so schwierig. Okay, zum Glück habe ich meine Aufnahme gerade beim Mikro gestartet. Ey. Ich meine, ich hatte noch bekämpft ohne Mikro, aber keine Ahnung. Ich habe gesehen, dass hier nur so viele Orte sind, die man nicht erkunden kann, die ich noch nicht erkundet hatte. Da
Jetzt weiß ich aber irgendwie immer noch nicht, wie man da auf die Dächer hinkommt. Ich habe vorhin schon eine Aufnahme gestartet mit Mikro. Weil ich das hier... Ich komme irgendwie nicht da oben auf die Dächer hin. Ich bin irgendwie so blöd, da hinzukommen. So, hier drauf. Hier auf diesen ganzen Orten sind Sachen drauf, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Jetzt gedacht, jetzt ich könnte jetzt von hier aus hierhin so rüber gehen, ne? Aber anscheinend nicht, ne? Bin ich genauso weit wie vorher. Hier hatte ich nämlich gerade auch das Mikro schon eingeschaltet, aber da habe ich versucht, da hochzukommen, aber irgendwie kam ich allerdings so hoch. Jetzt bin ich wieder hier. Nein, keine extreme Gewalt. Da, von da kann ich da auch wahrscheinlich, ne? Weil irgendwie muss ich ja da hochkommen, ne? Ah! Bleib, wo du bist. Kannst du es wagen? Okay, ich bleib, wo ich bin, du aber nicht. Oh. Bin ich ja noch nie hochgegangen? Ich glaube nicht, ne? Priorität. Was soll ich sagen? Vollstreckerangriff. So, und dann hier oben auf den Dächern ist noch Zeugs, ne? Hey Nisa, kommst du raus oder nicht? Hallo? Oh. Ich dachte, du wärst freundlich. Aber wo ist das? Nein, boah, jetzt bin ich hier schon wieder runtergefallen. Du Sack. Du Sack. Warum hat das nicht schon vorher gemacht? Okay, warum ist jetzt... Warum ist alles bei Keller auf einmal so verzögert jetzt? Ich habe mich geheilt nach 5 Sekunden später. Hilfe! What? So, warte. Da war da was. Hab ich gerade noch gesehen, Mann. Wurf sie weg. Irgendwie ist mein Spiel gerade voll kaputt. Moment, gib mir das. Oh nein, wir werden sterben. Hilfe. Na, hier haben wir noch was. Boom. So viele von den Dingern fehlen gar nicht mehr. Ich bin nicht irre. So, jetzt muss ich irgendwie hier runter, ne? Schön. What the fuck, Kerl? Was ist auf einmal los, ey? Hallo? Gott. Irgendwie ist das Spiel immer mehr am Buggen, irgendwie, je länger ich hier auf Kobo bin. Also irgendwie... So bestätigt, weil ich so sage, je länger der Spielstand ist oder je größer der Spielstand ist, desto mehr ist ein Spiel am Buggen. Das ist bei Fallout immer so. Einfach ein Spiel ist, dass nirgendwo Bugs, keine Probleme oder so, ne? Nichts ist am Ruckeln. Aber je länger du spielst, desto länger, desto größer wird dein Spielstand in dem Spiel, ne? Und je größer der Spielstand ist, je mehr Megabyte der Spielstand ist, desto länger braucht das Spiel immer irgendwie, weil er nicht mit am Laden ist und Fehler werden auch immer mehr. Okay, die haben alle drei gerade einen aufgefahrenen Angriff gemacht. Alles gut. Bin ich schon mal hier gewesen? Du bist schwächer. Okay, da sind ein bisschen zu viele Leute gerade. Nein, da wollte ich gar nicht.
Alter. Da. Alter. Hört auf, noch mehr Leute hier zu spawnen. Alter, guck mal, wie viele Leute hier sind. Und da sind so viele. Nicht, das sind genug. Wie viele Leute hier sind. Alter. Ja. Alter, wie ist das denn jetzt hier? Der hat seine Waffe schon weggepackt. Schon kein Bock mehr. Gibt's doch einfach nicht. Vorhersehbar. Ah, ich hab gar mit gleich einen roten angemacht. Ja, jetzt macht es einen roten Angriff. Jetzt war ich bereit zu blocken. Aha. Was zum. Wie ist das denn gerade passiert? Wo ist der Druide gerade? Ja. Da! Komm her. Ja, du triffst mich. Oh mein Gott. Was ist hier gerade passiert? Ich glaube, ich war ja noch nicht. Alter. Ja, das ist eine grüne Tür. Aber ist irgendwie nichts, ne? No. Okay. Boah, was ist gerade passiert? Habt ihr gesehen, wie viele Gegner da waren? Noch nie so viele Gegner auf einmal hier bekämpft, glaube ich. So, wo muss ich hin? Ach, da unten ist das. Einfach drüber. Ich habe mich jetzt ja umgeguckt, so ist hier eine Wand zum Laufen und so, ne? Aber ne. So, jetzt haben wir ja alles, ne? Nö. Zwei Sensen. Oh, nee. Ja, ich habe ja schon alles erkundet. Da muss einer hier in diesem Gebiet sein irgendwo, ne? Warte mal, Essenzen sind das nicht hier? Diese Fertigkeitspunkt-Dinger, wo ich schon mal gerne haben, ne? Oh Mann. Finde ich aber gerade nicht. Ja, aber dann sehe ich euch, wenn ich die gefunden habe, ne? Ich wollte jetzt eigentlich nur das hier anschmeißen, weil hier so viele Orte waren, die ich noch nicht gesehen hatte. Und anscheinend hatte ich recht, ne? Diesen Ort hatte ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Wie viele Leute hier sind, ey. Ja, sobald ich was finde, sehe ich euch wieder. Vielleicht mit oder mit. Ohne Mikro. Keine Ahnung. Bis gleich. So, erstmal 5 Schritte weitergegangen, ne? Und dann boom. Ja, wisst ihr noch, wo wir hier gerade die Tür geöffnet haben? Ja. Ich hätte vielleicht ein paar Meter weiterlaufen sollen, weil hier war schon direkt die erste Essenz, die mir gefehlt hat. Also ja. Gehen wir halt mal kurz bitte. War natürlich wieder so klar, ne? Ja, ich habe das Gefühl, ich krieg nur noch Fertigkeitspunkte, was ein bisschen lahm ist. Fähigkeitspunkte, mein Gott. So, dann bleibt nur noch eine Essenz, die mir fehlt. Wo die ist, weiß ich aber nicht, ne? Aber werde ich schon finden, also bis gleich. So, in dieser Kammer sind noch 2 Echos und ja. Kein Wunder, als ich die übersehen habe. Mal guckt sich das mal einer an. Guck mal, dieses Licht an. Da. Da ist das dann hier so irgendwo versteckt. Also wenn ich da nicht gerade vorbeigelaufen wäre, ne? Die ganze Ausbildung, hätte ich das nie im Leben gesehen. Wofür? Eine geringe Chance auf einen Planeten, der vielleicht gar nicht existiert. Also ja, da fand ich schon ein bisschen. Ich weiß immer noch nicht, was mit diesen Dingern hier auf sich hat. Man kann ja die Dinger hier öffnen und zumachen.
Irgendwie tut sich da aber nichts, aber ist auch egal, ne? So, und der zweite ist hier. Also, da ich die übersehen habe, das überrascht mich gar nicht. Was ist? Kannst du ja gar nicht sehen. Den Tempel, mein enges Zimmer. Ich kenne das Gefühl. Okay. Hast du Heimweh? Gut, haben wir das auch erledigt, ne? Dann such mal weiter. Alles klar, ich bin gerade hier in diesen Gebieten, der Absturzstelle. Mir fehlt hier nur ein Ding, und zwar ein Machtriss. Und mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe nur 90% erkundet. Dann habe ich mir meine Karte hier angeschaut und boom, guck mal hier. Irgendwo ist da was? Am Aufzug? Lass mich raten, wenn ich jetzt hier raufgehe, ne? Dann ist hier drunter, ne? Ah, guck mal hier. Boom. Haha. 1 und 1 zusammengezählt, ne? So, was haben wir da drin, ne? Er kann unmöglich. Er kann unmöglich so schlimm sein wie die ich noch machen muss, oder? Komm, warte mal. Oh mein Gott. Obwohl. Warum funktioniert das nie, wenn ich das mal brauche? Also wieder dazu. Aber ja. Machen die irgendwie mehr Schaden mit diesen Dingern? Das gibt's doch jetzt einfach nicht. So. So machen wir das hier, alles klar. Ja, wie? Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ey, warum funktioniert diese Hypnotisierung nie, wenn ich die mal echt brauche, ne? Nein! Guck mal, wie viel Schaden die machen, ey. Sie haben so drei verschiedene Gegner. Ich bin mir ziemlich sicher, die Typen kann man normalerweise ja hypnotisieren. Wir müssen Sachen erzählen, ey. Ja gut, dass die alle auf mich losgehen, ne? Weil warum auch jemand anderen auch, ne? So, die schmeißen die ganze Zeit Steine um sich rum, ne? Das halt, boah. Das heißt, wenn ich das richtig anstelle, dann hauen die sich, glaube ich, selber kaputt. So, aber bevor wir das machen, ne? Muss ich sagen, wir tun mal irgendwie unsere Knarre raus. Alter. Ja, so ein bisschen übertreiben tun die ja schon, ne? Finde ich. So. Können wir direkt mal irgendwie unsere Dings hier ausrüsten, unsere Ich habe ja letztens irgendwie so einen Schuss ausgerüstet, ne? Querschläger. So, warte mal. Ne? So, dann mit der Knarre haben wir schon alles, ne? Ja. Parierstangen auch, die ich gerade ausgerüstet habe. Ich überlege gerade. Ja, mal das kontrollierte Wurf. Werde ich definitiv gebrauchen, ne? Hier kann man auch einen kraftvollen Wurf freischalten, habe ich gesehen letztens. Ich hoffe, er bringt es auch. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber warum nicht, ne? So. Dann gehen wir mal unter Boni noch. Tun wir mal das hier abwählen. Und gucken wir mal, wo wir hier. Ist das Ding ein Blasterschaden? Warte mal. Na, guck mal, wie das funktioniert, ne? Oh Mann, ich habe keine Ahnung, wie ich echt einige von diesen Dingern hier machen soll. Ich muss ruhig bleiben. Sind so unfair einige. Kannst ja eigentlich nur auf Abstand gehen und die ganze Zeit nur auf die draufballern, ne?
ehrlich. Ich hab doch dieses blöde Abbrechen geht mir so auf den Nerven, ne? Boah. Okay. Aber das sieht noch möglich aus, finde ich. So im Vergleich zu was wir noch machen müssen. Finde ich, sieht das noch halbwegs machbar aus. Auch wenn es voll nervig ist. Durch pro Gegner irgendwie mehr Macht verbrauchen ist das. Nein. Heilung, Heilung. Oh mein Gott. Ich habe nicht mal X gedrückt. Was zum? Alter, wie willst du denn hier eine ruhige Minute haben? Alter. Rückfall. Ja, verdammt. Das ist doch unmöglich, Mann. Du nimmst so viel Schaden. Und es gibt keinen einzigen Bonus, der Schaden reduziert auf irgendeiner Weise. Und ich habe so das Gefühl, die Gegner machen irgendwie prozentualen Schaden. Ich könnte sehr, sehr hart schwören, diese einen Viecher haben mir nicht irgendwie die Hälfte der AP damals abgezogen. Na, guck mal, ich bin schon hier noch voll im Ausweichmodus, ne? Aber. Dann kommen sie ja alle mit ihren aufgeladenen Angriffen schon weg. Oh mein Gott. Das ist so nicht cool, Mann. Ey. Boah. Ey. Kannst du so ein ganz klein bisschen übertreiben? Ich weiß echt nicht, wie ich diese Dinge auf Großmeister machen soll. Ich werde den Schwierigkeitsgrad so weit von runterstellen. Bei einigen von denen. Ich weiß nicht, wie ich mich dann mit dem 2 Rank schaffen soll. Das ist unmöglich. Nein, was machst du denn da? Nee. Nee, ich bin tot. Was? Ich brauche dafür Schüsse? Boah. Ja, ich meine, klar, ne, aber... Boah. Könnt ihr euch mal gegenseitig hauen, ich finde das voll unfair, die nur auf mich losgehen, ey. Ja. Ich komme gar nicht zum Angreifen, ne? Gar nicht. Ja. Oh, mein Spezialding hier. Ja, das ist doch nicht. Oh. Boah. Wer hat sich diesen Mist ausgedacht? Ach. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. So ein Dreck, ey. Ich komme noch nicht mal irgendwie dazu anzugreifen. Das ist das Problem. Ich komme gar nicht dazu. Also hätten sie mich ja wenigstens irgendwie hier mal. Nein, boah, was machst du denn da?
Ich weiß nicht, was der gemacht hat, ne? Da ist. Ich will einfach noch mal sehen, wie das auf normal ist, okay? Also ich bin so langsam an den Punkt angekommen, mir ist das vollkommen wurscht, jetzt ob ich das auf Großmeister schaffe. Ne, das ist unmöglich. Also, nee. Da tue ich mir nicht an, ne. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Kann ich mal sowas von dir haben? Ja, normaler Schwierigkeitsgrad. Ja. Ich will mal sehen, wie das hier abläuft. Sowas von egal, ey. Oh, das kriegst du ja einen Anfall von, ey. Ja, komm an. Wie wird mein Ding jetzt so schnell aktiviert? Oh, ja, einfach, Leute. Ja, die greifen mich gar nicht an. Ich hab meine an. Mir mal, wie schnell meine Spezialanzeige voll ist. Das greift mich gar nicht an. Was ist das denn? Das ist ja nicht mal ein, das ist ja nicht mal ein Vergleich hier. Guck da ran. Ja, nicht mal vergleichen. Ja. Nee, aber das mache ich ganz bestimmt nicht auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ja, hier für so einen Fähigkeitspunkt auch noch, ne? So was von wurscht. Und ich weiß, der Weges wird wahrscheinlich wieder sagen, oh, du hast nicht auf jeden Fall, kannst mich mal. Ganz ehrlich. Spiel nur ein Spiel auf jede Großmeister, ich dann können wir aber noch mal reden. So, ich gar keine Lust gerade hier zu diskutieren. Ich hab's geschafft, ist mir egal. Ah. Hier, nimm mal das. Alles klar. Ich will, glaube ich. Ich glaube, diese Schüsse, die auch für die Gegner aufspalten. Alles klar, gehen wir. Bin, glaube ich, nicht schlecht. Ne, warum bist du denn immer noch hier? Ja, du gehst weg irgendwann. Aber die Sonne frust tue ich mir nicht an. Ey, da kannst du mal glauben, ey. Ich habe irgendwie vor, hier die Platin-Trophäe noch während des Let's Plays zu bekommen, ne? Aber mit so weit werde ich das nicht schaffen. Wird denn hier noch eine Essenz? Oh. Ja gut, dann suche ich die mal, ne? Guck mal, wo ich die finde, ne? Also bis gleich. Oder vielleicht seid auch schon der Ende des Parts, ich weiß es nicht, aber ist auch egal, ne? Also bis gleich, ciao. Thank you.
Sieh mal, was wir gefunden haben. Ich wette, sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. So, mir fehlt jetzt hier noch ein Schatz, aber ich musste gerade feststellen, es ist genau da, wo der Renko ist. Also müssen wir uns mit dem Viech kloppen, um dahin zu kommen, ne? Außer ich renne einfach durch und sammle das Ding ein, ne? Also das wird natürlich ein Spaß, ne? Ich bin wieder zurück auf Jedi Großmeister, ne? Außerhalb von diesen Rissen werde ich hier natürlich immer noch weiter auf Jedi Großmeister spielen. Und ja, wir müssen uns hier mit diesem Rancor kloppen. Ich habe mich mal hier so umgeschaut, weil ich hier so machen kann. Ich glaube, ich kann hier so reingehen, ne? Bin ich da drin sicher? Ja, ne? Aber ich muss mir irgendwie so überlegen, wie ich das hier handhaben soll. Ja. Wieso kann ich diesen Angriff nicht ausweichen? Ich kann diesen Angriff nicht ausweichen. Der fängt immer den Kampf mit diesem Angriff an. Ich kann den Angriff nicht ausweichen. Ja, voll dämlich. So, das muss ich erstmal wieder einen Weg rein finden, ne? Ich glaube, hier ist das. Ja, wird lustig. Der Weg dahin ist schon voll nervig, ne? Ne, warte mal, hier ist das gar nicht. Das ist hier, ne? Ich muss hier gleich wieder diese beiden Druiden. So. Und dann sind ja auch so zwei Druiden, die mich verfolgen. Versuchen wir mal zu ignorieren. Naja, damit ich mal voll Schüsse habe. So, wenn es geht, dann würde ich auch mal gerne den Kampf hier beginnen, ohne direkt von diesem blöden Angriff getroffen zu werden. Aber ich werde die ganze Zeit davon getroffen. Ich tue mich jetzt nicht sofort treffen, ey. So, danke. Alter. Nein, da wollte ich nicht. Ging das überhaupt was? Jetzt öfter diesen Angriff einsetzen, kann sein. Noch ein. Komm her. Muss ein bisschen Training reinkriegen. In die Fresse. Nein, 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 nein. Wir sind ein kleiner Spammer, was? Okay, so, jetzt muss ich nur zwei auf einmal von denen besiegen. Kein Ding. So, da oben höre ich immer nur die Minen. So, oh, perfekt. Lass uns das See zeigen. Mir fehlte, glaube ich, hier noch irgendwo ein Scan.
Ich glaube, jetzt haben wir alles in den funkigen Höhlen, ne? Ja. Oh, Gott sei Dank. Ja, muss ich nur zwei von denen auf einmal besiegen. Ja, kein Ding, ne? So. Alles klar. Aber ja, darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist, ne? Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier wieder zurückkomme. Ich sage euch, deswegen habe ich auch gerade erst überhaupt versucht, das zu machen, weil ich nicht wusste, wie ich hier nochmal wieder rauskomme. Irgendwie geht's, gibt's ja gar keinen Weg nach oben mehr. Na gut. Aber ich sehe euch, wenn ich irgendwas wieder gefunden habe, ne? Also, ciao. So, ich bin gerade in der Kammer der Vernunft und hier ist noch eine Truhe. Ich bin hier ein bisschen rumgerannt, habe überlegt, wie ich an diese Truhe komme, weil hier ist eine Tür, die ist verschlossen und die kann ich nicht aufmachen. Und keine Ahnung, das Ding kann ich nicht aufreißen oder irgendwie so weit. Und ich glaube, ich habe gerade so die Lösung herausgefunden, was ich machen muss. Ich muss, da ist nämlich so ein Ding hier, um so einen Ball hier festzuhalten. Und ich glaube, ich muss den Ball da reinwerfen. Und ich glaube, da sieht man auch irgendwie so ein Loch da, ne? Wenn ich mir jetzt so angucke. Ich glaube, da sieht man irgendwie so ein kleines Loch, ne? Also ich glaube, ich muss den Ball da reinwerfen und dann landet er da in der Mitte und dann geht das Ding auf, ne? Also, so weit bin ich schon mal gekommen. Ich glaube, da war irgendwo ein Ball, den ich noch aufheben konnte. Und da ich jetzt die Brücke da gebaut habe, kann ich jetzt auch darüber, ne? Ja, guck mal. Dürfte eigentlich so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, ne? Was anderes wüsste ich jetzt nämlich nicht. Aber dahin kann ich nicht springen. Von daher muss das eigentlich das sein, ne? Ich hoffe nur, ich treffe das Ding auch direkt. So. Mal so, ne? Boom. Und jawohl. Ah, ich wollte euch erstmal einschalten, nachdem ich irgendwie die Lösung herausgefunden habe, aber ne, ich meine, habe ich mehr oder weniger, aber mein Gott. Sorgsamkeit, sehr cool. Mal wieder ein Ding hier freigeschaltet, cool. Und langsam wird das hier so richtig mit den Schätzen und so, ne? Ich weiß nicht. Hier wollte ich auch noch mal vorbeischauen, ob sich hier irgendwie was getan hat. Ja, mal schauen, ne? Da ist noch ein Druiden-Upgrade, hier ist noch ein Artefakt, also ja, keine Ahnung. Gucken, ob ich ein paar Sachen noch hier erreiche. Hier ist noch eine verschlossene Truhe, Tür. Ich glaube, so nah sind wir schon da dran, irgendwie in der Story weiterzumachen, weil so langsam finde ich irgendwie keine Sachen mehr, die ich einsammeln kann, ne? Also ja, machen wir das mal, ne? Und gucken, ob ich noch irgendwo reinkam. Wenn nicht, dann auch gut. Gut gemacht. So, ich habe so den Verdacht, ich weiß, wie man hier hinkommt. Man muss da hinfliegen, hier, ne? Das ist das Einzige, was mir einfallen könnte, wie man da hinkommen könnte. Also los, boom. Ja, sieht sehr knapp aus. Obwohl, er sieht ehrlich gesagt gar nicht knapp aus. Ja, damit schafft man locker. Jawohl. Das ist auch irgendwo so ein Artefakt gewesen. Da war direkt über diese Kammer, wo ich gerade hier das Rätsel gemacht habe, ne? So, guck mal, jetzt mal hier oben. Und das wird hier irgendwie nicht angezeigt. Sehr gut. Und keine Ahnung, weil hier nämlich, falscher Knopf. Weil hier nämlich, das war nämlich hier, wo ich hier mit diesem komischen Turm ja noch war, ne? Wo hier dieses Druiden-Upgrade ist, das ich noch nicht einsammeln kann. Da habe ich mal geguckt, ob ich irgendwie hier dran komme, aber das sieht irgendwie so aus, als müsste man irgendwie von da oben nach runter gehen, ne? Deswegen habe ich mal geguckt, ob ich vielleicht für irgendwie darüber fliegen kann. Und ja, kann ich. Und bin ich überhaupt richtig hier? Bin ich hier an die richtige Seite? Ich glaube, mit der Kalibrierung meines Blasters stimmt was nicht.
Ich fand das so witzig. Ich habe gerade gegen so einen Sturmtruppler gekämpft. Der kam so auf mich zu. Oh mein Gott, ein Jedi? Und der hat ein Lichtschwert? Nicht so, ja, das haben Jedis so an sich, ne? So, irgendwie wird das hier nicht aufgedeckt. Doch, jetzt wird es aufgedeckt. So, und hier fehlen, glaube ich, so die... Oh, kann ich eine Abkürzung irgendwo hinpacken? Hm, ich dachte, ich kann halt irgendwie so aufziehen, aber ne. So, warum ist jetzt hier irgendwie was? Er war vorher nicht hier. Ja, da unten geht schon wieder die Action ab, ne? So, wenn ich schon mal hier bin, lass mich auch hier diese Sporen und so einsammeln. Ich glaube, ich muss da in die Höhle, ne? So, wenigstens weiß ich jetzt, wie man hier hinkommt, ne? War jetzt eigentlich nicht so schwer. Da muss ich zu diesen einen Dingen wahrscheinlich auch irgendwie irgendwohin fliegen können, ne? Ich dachte, da wäre gerade irgendwas. Das war nicht Teil der Abmachung, weißt du? Wir sind gemeinsam hier angekommen und sollten auch gemeinsam wieder gehen. Oh, ich werde dich nicht vergessen. Und ich verlasse dich nicht. Okay. Man wendet sich nicht gegen Doma. So, ich will da irgendwie hoch. Ich glaube, da sind die ganzen Samen. Können sogar vielleicht die letzten sein, die mir noch fehlen. Ich weiß es nicht. Bist du ein Samen? Bist du ein Samen? Pff. Ich habe so das Gefühl, ich erwarte noch irgendwie was Böses auf mich. Keine Ahnung. Wird zwar irgendwie keinen Sinn machen, weil was wird hier oben leben, ne? Aber keine Ahnung. Das ist mir zu ruhig hier oben. Da sind die ganzen Samen. Über mir. Da oben wartet doch irgendwie was, ne? Weil so ein mega Rancor auf mich, ne? Ich bin auf voller AP, ich habe nur alle Schüsse, volle Macht. Ich bin bereit. Oh, da sind die Samen. So, und um den Garten kümmern wir uns, sobald ich alle Samen gefunden habe, ne? Dann kehren wir jetzt zum Garten zurück. Ich habe das Gefühl, die schwierigsten Sachen, die ich finden werde, sind hier die ganzen Scans und die ganzen Essenzen, weil die werden nicht auf der Karte bei mir angezeigt. Oh, das ist das letzte, was hier ist. Was? Ich hätte gedacht, hier wäre vielleicht noch irgendwie was anderes. Okay. Ich hab gedacht, hier oben wäre vielleicht noch irgendwie was so was ganz Besonderes, ne? Aber anscheinend nicht. Wie viele Samen haben wir? Wir müssen eigentlich schon bald alle haben, ne? 6 fehlen mir noch. Ich glaube, ein paar waren da in diesem Gebiet, wo ich noch nicht war, ne? Von der Story her. So. Irgendwie ist da noch ein Ort. Also ja, hier so die ganzen. So, warte mal, Artefakt hier. Artefakt, das hier brauche ich. Ja, und das habe ich nämlich von hier unten gesehen. Da habe ich gesehen, da ist so eine Höhle. Also muss man ja auch irgendwie da hinkommen, ne? Und da ist schon das Ding. Guck mal. Gott. Boom. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Ja, gut. Hatte. Du willst mich beschützen? Ich bin gerade den Angriff abgebrochen. Ja, natürlich. Seit draußen hätten wir irgendwie so zusammengearbeitet. Oh, schieß zuerst. Ah. Warte, was?
Guck mal, er greift mich an. Ich will ganz diesen Scharfschützen-Dings einsetzen. Hab mich an. Hör mal auf. Was konnte er? Was konnte er? Du Sack, ey. Komm schon, greif mich mal nochmal. Boah, ich will den die ganze Zeit mit Schnellziehen erledigen. Ich brauche Hilfe. Aua. Boah, komm nochmal her. Boom. So. Gibt es auch eine Trophäe für. Ich fühle mich schwach, bitte. Hey, was geht, na? Das werden sie bereuen. Ja, als ob das funktioniert, ne, bei denen. Ah, was? Ah. Was mach ich eigentlich? Tschüss. Na, los, mehr. Ich gehe. Ja, hier den Scan habe ich auch vorhin noch gefunden. Ne? Ja, diese Scans sind irgendwie das Schwierigste zu finden, habe ich so ein Gefühl, weil die werden nicht auf der Karte angezeigt. Vielleicht gibt es irgendwann was, wo ich das freischalten kann, aber bis zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon fast alle gefunden. Ne? Also, ja, keine Ahnung. Okay. Alles klar. Wir sehen uns, wenn ich wieder was finde. So, mir fehlt in diesem Gebiet noch eine Essenz, ne? Hier. Und ich habe vielleicht so ein Gefühl, ich habe es hier drin verpasst. Und deswegen gehen wir mal hier uns umschauen. Ich habe ja letztens festgestellt, dass wenn ich das Ding hier mit mir trage, dass diese Dinge auch von mir weggehen, ne? Also machen wir mal das. Und wo ist das Ding? Ich glaube, hier bin ich noch nicht so reingegangen, ne? Oder hier hatte ich irgendwie so Probleme. Ja, nee, war das Ding ursprünglich. Oh. So, oh, guck mal da. Hatte ich direkt recht, ne? So. Gib mir das. Ich habe mir gedacht, ich habe das gesamte Gebiet schon erkundet, ne? Irgendwo fehlt mir eine Essenz, da kann doch bestimmt nur hier drin sein, ne? Wo das dieses eine Ding war, ne? So. Lass ich mal kurz hier durch. So. So, dann habe ich herausgefunden, dass man das Ding jetzt hier tragen kann, ne? Und so das Zeug hier alles wegscheuchen kann. So, haben wir wieder eine weitere Essenz. Finde ich gut, dass ich die früh genug finde, bevor ich anfange zu grinden und nichts mehr übrig habe. Aber ich habe außerdem eine Vermutung, wie man hier an das Teil kommt, ne? Meine Vermutung ist, weil man kann ja, das Spiel sagt einem ja immer, ja, wenn du ein Neko hier reinpackst, dann kannst du das, dann kannst du das wieder zu dir rufen oder irgendwie sowas, ne? Irgendeine Meldung kommt da, keine Ahnung. Und meine Vermutung ist, ich muss ein paar von den Viechern da so einlagern. Wenn ich genug habe, dann taucht das Ding da irgendwie auf oder so, ne? Das wäre jetzt so meine Vermutung. Deswegen werde ich mal versuchen, offscreen so daran zu arbeiten. Und dann... Bucki, Bucki. Das ist nicht, was ich hier zeigen wollte. Ich habe hier letztens einen reingepackt. Das, also müssten da jetzt drei sein, ne? Guck mal, das klappt, ne? Das sind ein Neck und ein Stall und ihn später wieder ab, ne? So, hier sind wieder nur zwei. Okay, das schmeißt schon mal meine Theorie hier aus dem Fenster. Oder muss ich die hier einlagern? Möchte ich hier einlagern? Du bist ja ein braver Neko. Ah. Oh, sorry.
Soll ich ganz ruhig. Das macht Spaß, was BD? Ah, okay. Ah, ich dachte, wie muss man hier reinpacken? Also ich glaube, meine Theorie ist dann doch nicht so falsch, ne? Vielleicht muss ich die. Wir lassen nicht zu, dass dir was passiert. Stimmt's, BD? Also muss ich ja genug von diesen Viechern einparken oder was? Und dann taucht irgendwann das Ding auf. Da wäre so meine Theorie jetzt, ne? Okay. Gut. Mal gucken, ob das klappt, ne? Vielleicht, wenn ich nächstes Mal wiederkomme, da liegt da irgendwie was, ne? Hat das so rausgeschissen, ne? Keine Ahnung. Mal schauen. Okay, da unten ist irgendwie was Blaues, was mich verwirrt, weil ich habe. Ich habe Machtrisse. Ne, Machtrisse habe ich dafür. Ist da, da ist ein Machtriss. Ah, wie komme ich da runter? Ist das ein Machtriss? Ich weiß es nicht. Ich habe mir angeguckt, so, was? Ich bin doch schon, weiß nicht. Ich habe da schon alles Mögliche, so, was? An Datenbank und Scans und so, ne? Aber anscheinend noch nicht. Dann gehen wir mal darüber. Gucken wir, das ist. Habe ich das schon mal versucht oder was? Kann vielleicht auch sein, ne? So ein Machtriss, den ich schon mal versucht hatte. Ja, das ist ein Echo. Aber ich habe doch schon alle Echos hier. Essenz, Datenbank, Machtriss, Schätze. Eine kurze Kletterpartie, was? Das sollte sie mal versuchen. Was so? Oh! Verdammt, Dana, willst du einen Krater aus meinem Schädel machen? Der Baggerlauf. Okay, das. Dann habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Aber ja, anscheinend habe ich jetzt noch eins gefunden. Was? Ich weiß immer noch nicht, wie man da oben hochkommt, ne? Aber ich versuche noch weiter, ne? Also. Ja. Keine Ahnung. Okay, ich bin hier an dem verlassenen, verwüsteten Ansiedlung und. Ja, immer noch mit diesem Rätsel beschäftigt. Ich muss zugeben, ich habe online nachgeguckt, wie man es macht, weil ich habe keine Ahnung, ich wäre auch nie im Leben darauf gekommen, ne? So, das Ding ist ja einfach hier nur so zur Ablenkung, habe ich so ein Gefühl, ne? Hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich hier die Dinger kaputt gemacht habe oder nicht. Ich habe die schon 1000 Mal kaputt gemacht, hat nichts geklappt. Und ja, ich habe online nachgeguckt, ich habe jetzt nicht das gesamte Video angeschaut, sondern nur so den Anfang. Um so irgendwie weil nicht so zu gucken, wie man das vielleicht angehen muss. Und ja, ich muss ja gar nicht hoch. So, erst einmal möchte ich hier kurz das Ding mal kurz markieren, damit ich weiß, wo es ist. So, und dann muss ich hier zu dem Ding. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich glaube einfach nur so hier nach oben, ne? So, wir müssen nämlich zu dem Ding dahin. Und von da aus müssen wir diesen blöden Strahl nehmen und den da unten. Schon geht's los. Ja, was geht's los? Okay. Wäre es ein bisschen doof, wenn ich jetzt hier frag, ne? Habe ich auch keine Muni. Was hier? Alles glaube ich nicht. Ich habe schon Schlimmeres. Ja gut, dass selbst wenn ich die angreife, hat die immer noch. Du bist einfach nur schwach. Lass mir einen Stim her, Kumpel. Hat die trotzdem irgendwie noch so nicht auf mich losgehen. Ah, wäre so geil gewesen, wenn ich jetzt mit der Knarre hier erledigt hätte. So, jetzt müssen wir das Teil hier nehmen. Und ja, wie soll ich denn das jetzt hier sehen, ne? Ja, jetzt muss ich natürlich hier gucken, wo genau das ist, ne? Strahl wird normalerweise da angezeigt auf Karte, ne? Ja, schon mal nicht. Ja, ich sehe das nicht von hier aus. Ja. Ist das hier?
Boah. Da ist das. Wieso sieht man so nicht? Warum können die Pins nicht auch angezeigt werden, wenn ich das nicht an habe? Ich sehe das von hier aus nicht. Ja, das ist ja auch nicht gerade die beste Lösung, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Nein, ich sehe den Strahl nicht. Ja, das ist ein bisschen doof gelöst, ne? Ist überhaupt der richtige Strahl? Ja. So, hier. Nein. Ja, jetzt habe ich doch wieder bewegt, ne? So, haben wir's? Nein. So, seit hier. Ich habe mir gedacht, das ist eine ziemlich dämliche. Ich glaube, wir haben es, ne? Lass mich noch mal gucken, nicht, dass ich da umsonst hinfliege, ne? Ich glaube, wir müssen das eigentlich haben, ne? Na gut, jetzt muss ich einfach nur dem Ding hier folgen, ne? So, ich weiß nicht, ob ich einmal hochgehen soll, weil dann bin ich immer zu hoch und dann ja, ist aber schon wieder zu hoch, ne? Gott sei Dank. So, Gott sei Dank. Die Gegner hier habe ich gerade schon erledigt, weil ich ja schon mal rüber geflogen bin. Jetzt müssen wir ihn hier nehmen und hier entschießen. Dann haben wir dieses blöde Ding auch endlich. Trotzdem voll dämlich gemacht. Ey, warum zeigen die mir an, dass hier so ein Ding ist, wenn das nicht kaputt geht? Mal von der Seite. Auf einer Weg, ja, ich sehe es, ne? Da bin ich trotzdem voll blöd gemacht. Okay, wir haben es. Hey, guck mal hier. So ein Jedi. Ah ja, stimmt, da ist er ja ein Jedi-Tempel, ne? Das, wo ich da nachdenke. So. Weithändigkeit, neuer Bonus halten. Und ich glaube, wir haben jetzt allerdings alle Jedi-Tempel. Ich glaube, da ist dieses Trophäe, ne? Gott, haben wir das Rätsel auch erledigt. Gott sei Dank. Ich bin trotzdem, da ist immer noch die größte Irreführung aller Zeiten. Aber okay, gut. Haben wir das? Alles klar. Ich weiß nicht, wie lange der Part ist. Ich glaube, der ist schon viel zu lang. Aber ich glaube, beim nächsten Mal machen wir mal die Story weiter, ne? Damit ich, weiß nicht, damit wir so ein bisschen vorankommen, ne? Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Auch wenn ihr viel Farmen und Einsammeln nur passiert ist. Ich sollte mal vielleicht erstmal gucken, was dieser Bonus macht, ne? Kann ich ja nachgucken, eine Beidhändigkeit. Hartnäckigkeit, Beidhändigkeit. Auf Ziel zu schießen, nö, vorübergehend dem vom Lichtschwert verursachten Schaden. Alles klar. Nicht so gut. Gut. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Gut, alles klar. Dann haut rein und ciao.